Herzlich willkommen zum Bauhaus Online Video Workshop Trockenbau. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie sich selber Wände in Ihrem Wohnraum ziehen können und Sie hässliche Wände mit wenig Aufwand wieder schön bekommen. Räume so aufteilen, dass einzelne Zimmer entstehen, ist schwer genug. Diese Wände dann auch so zu ziehen, dass sie auch gerade stehen, ist eine Kunst. Hierbei kann Ihnen der Trockenbau helfen. Beim Trockenbau ist in der Tat, mal abgesehen von der Spachtelmasse, das Bauen mit trockenen Werkstoffen gemeint. Im Gegensatz zu durchnässenden Baustoffen wie Beton, Mauern oder Putz sind die Verarbeitungszeiten deutlich niedriger. Auch die Wirtschaftlichkeit hat dieser Technik bei der Innenraumgestaltung zum Erfolg verholfen. Verarbeitet werden in der Regel Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten, die auf einer Grundkonstruktion montiert und anschließend verspachtelt, tapeziert oder verputzt werden. Als Unterkonstruktion dient je nach Bedarfsfall eine Holzkonstruktion oder aber eine Metallständerkonstruktion. Diese besteht wiederum aus UW-Profilen für die horizontale Montage und aus CW-Profilen für die vertikale Montage. Planen Sie Ihre Wände und ermitteln Sie den ungefähren Bedarf. Da in der Regel die CW-Profile häufiger gebraucht werden als die am Boden und Decke angebrachten UW-Profile, brauchen Sie hier mehr. Wenn Sie eine Tür einbauen wollen, benötigen Sie zusätzlich noch sogenannte Türsturzprofile. In Eckbereichen arbeiten Sie entweder mit den zwei eben genannten Profilarten oder verwenden spezielle Profile. Hier wird Ihnen der Fachberater in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum weiterhelfen. Wenn Sie wissen, wo Ihre Wände hinkommen sollen, dann kann es jetzt ans Werk gehen. Ermitteln Sie die Grundlinie der Wand. Hierbei kann eine Schnur sehr hilfreich sein. Eine aus Filz bestehende selbstklebende Anschlussdichtung dient als Schalldämmung. Alle wandberührenden Profile müssen hiermit versehen werden. Auf ihr wird das erste UW-Profil verlegt. Das Profil wird nun durch geeignet dimensionierte Dübel und Schrauben mit dem Boden verbunden. Das deckenseitige UW-Profil wird jetzt angebracht. Hierbei können Sie ein altes, aber dennoch effizientes Hilfsmittel benutzen. Mit einem Lot können Sie sehr genau die Außenkanten ermitteln und anzeichnen. Zuschnitt ist recht einfach. Wem eine Flex zu laut ist, der kann mit einer Metallschere das Profil mit wenigen Handgriffen schneiden. Die Flanken schneiden und dann durch Biegen ablängen. Auch an der Decke muss die selbstklebende Anschlussdichtung unter dem Profil angebracht werden. Hier geeignete Stellen zum Verschrauben suchen und ebenfalls festschrauben. Am Kniestock arbeiten Sie wieder mit einem CW-Profil. Das Endprofil kann gesetzt werden. Nun folgen weitere CW-Profile mit gleichem Abstand. Dieser Abstand ist abhängig von Material und von der Plattendicke. Fragen Sie hier Ihren Bauhaus-Fachberater. Wenn die Unterkonstruktion steht, können wir uns Gedanken über die Gipskartonplatten machen. Achten Sie übrigens bei der Lagerung darauf, dass Ihr Dachboden die schweren Platten auch trägt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Statiker oder verteilen Sie besser die Last auf mehrere Stapel. Machen Sie sich vorher Gedanken, wie Sie Ihre Platten verlegen. Das ist auf jeden Fall materialsparender als gleich loszulegen.
Der Zuschnitt von Gipskartonplatten ist kinderleicht. Maß nehmen, mit einem Metalllineal anzeichnen und dann mit einem Cuttermesser die obere weiße Kartonschicht zerschneiden. Anheben und brechen. Den unteren Karton ebenfalls abschneiden. Fertig. Sie werden feststellen, dass dieser Werkstoff unschlagbar schnell zu verarbeiten ist. Mit Keilen erreichen Sie nach unten hin einen kleinen Abstand. Schnellbauschrauben werden jetzt durch die Gipskartonplatte in das CW-Profil geschraubt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht hervorstehen. Das macht das Spachteln hinterher nicht leichter. Setzen Sie wie hier die Schraube an der stabilen Stegseite des CW-Profiles an. Die Schrauben bitte nicht durch den Gipskarton durchdrehen. Die Übung für diese Arbeit stellt sich relativ schnell ein. Schraube ansetzen und mit langsam steigendem Handdruck die Schraube durch das Metall drehen. Wenn Sie eine Elektroinstallation durch die Wand geplant haben, können Sie diese jetzt durch die H-förmigen Ausstanzungen des CW-Profiles führen. Mit einem Dosenschneider können Sie Aussparungen für die Steckdosen erstellen. Legen Sie nun die Schalldämmung in die konstruktiven Zwischenräume. Idealerweise haben Sie bei dem Abstand der CW-Profile vorher nachgemessen, dann passt auch die Dämmung. Diese Wand ist nicht sehr schön. Ein sehr schneller Weg, diese Wand zu sanieren, ist eine Wandbekleidung aus Gipskartonplatten. Untersuchen Sie die Tragfähigkeit der Wand. Wenn Sie wie hier auf poröse Stellen stoßen, müssen Sie diese sorgfältig ausarbeiten und durch Zuspachteln vorbereiten. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Er muss ausreichend tragfähig und frostfrei sein. Stark sandende Untergründe müssen vorher mit einem passenden Haftgrund behandelt werden. Rühren Sie einen passenden Ansetzbinder nach Herstellerangaben an. Hat dieser die passende Konsistenz erreicht, wird er in Batzen, wie hier zu sehen, auf die Rückseite einer zugeschnittenen Gipskartonplatte aufgebracht. Nun die Gipskartonplatte auf ca. 1 cm hohen Keilen an die Wand stellen und andrücken. Mit einer Wasserwaage kontrollieren Sie, ob die Gipskartonplatte gerade steht. Mit Richtscheit und vorsichtigen Schlägen mit Faust oder Gummihammer können Sie die Platte so lange anklopfen, bis sie mit der vorherigen Platte bündig ist. Auch hier hilft wieder eine Kontrolle mit der Wasserwaage. Die Spachtelarbeiten sind der krönende Abschluss Ihrer Trockenbauarbeiten. Prüfen Sie, ob die Schrauben alle korrekt versenkt sind. Offene Schnittkanten müssen vor dem Verspachteln angefasst werden. Das Anrühren der Spachtelmasse hat einen großen Einfluss auf die spätere Verarbeitung. Nicht gereinigte Gefäße lassen die Spachtelmasse deutlich schneller aushärten. Rühren Sie nur so viel an, wie Sie auch verarbeiten können. Das Einstreuen des Materials erfolgt locker, bis sich auf der Oberfläche kleine Pulverinseln bilden. Nach ca. 3 Minuten Sumpfzeit kann die Spachtelmasse mit der Hand umgerührt werden. Beim Anschluss einer Gipsplatte an Putz und Beton sollten zwischen Plattenkante und Wand ein selbstklebendes Malerband geklebt werden, das für eine Trennung der unterschiedlichen Materialien sorgt. Der sichtbare Teil des Klebestreifens wird nach der Verspachtelung entfernt. Beim Vorspachteln füllen Sie die Fugen zwischen den Platten, aber auch die Bereiche, in denen sich die Schnellbauschrauben befinden.
Mit Kantprofilen bekommen Sie schöne, stabile Ecken. Auf Länge bringen, mit kleinen Batzen vorfixieren und dann zuspachteln. Ist das Material ausgehärtet, können vorhandene Spachtelgrate abgestoßen werden. Verwenden Sie zum Nachspachteln eine dünnere Konsistenz. Arbeiten Sie mit langen, gleichmäßigen Zügen. Sollte Ihr Werk danach noch gerade und Wülste haben, müssen Sie diese abschleifen. Mit einem Schleifpapier oder mit einem Schleifgitter. Hier bleibt es Ihnen überlassen, wie genau Sie hier arbeiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren neuen Räumlichkeiten. Holen Sie sich in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!